Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einem Bulls-Interview. Heute haben wir unseren Neuzugang Tom Pauker. Tom, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast für uns heute. Du warst ja schon mal 2012, 2013 bei den Star Bulls in der DNL. Wie ist es für dich, hier zurückzukommen? Ja, ist sehr schön. Ich kenne ja noch viele Leute von damals. Wir haben ja in der DNL noch mit Simon, mit Christoph, mit Andreas, habe ich ja schon zusammengespielt. Sind super Jungs. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Für die Star Bulls wieder zu spielen, ist super, ja. Lass uns kurz darüber sprechen. Letzte Saison noch Weiden. Du kennst Rosenheim als Gegner. Du kennst ihn natürlich auch hier, wo du mit ihm zusammengespielt hast. Wie ist Rosenheim als Gegner? Wie spielt es sich hier im Stadion bei uns? Also Rosenheim als Gegner ist sehr, sehr unangenehm. Also man hat kaum Zeit, wenn man die Scheibe bekommt. Deswegen bin ich umso froher, dass ich jetzt für Rosenheim spielen kann. Es wird sehr körperlich gespielt, was auch genau mein Spiel ist. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Und allgemein die Stimmung in der Halle ist natürlich super hier. Lass uns mal über dein Spiel noch ein bisschen genauer sprechen. Letzte Saison 38 Scorerpunkte. Wirklich eine gute Saison gespielt, wichtiger Spieler für Weiden. Wie willst du das ausbauen diese Saison? Was sind deine Ziele jetzt mit den Star Bulls? Ich denke, dass ich in Weiden eine andere Rolle hatte als hier. Hier kann ich mehr auf mein physisches Spiel gehen. Hier gibt es Leute, hier gibt es technisch viel bessere Leute als mich, die dann andere Aufgaben übernehmen können, die ich nicht übernehmen kann. Und ich bin einfach der Mann dann, wenn es ums Grobe geht. Ich fahre die Leute zusammen. Das ist genau mein Spiel. Perfekt sein kann man immer brauchen im Team. 28.09. Memmingen, Beginn. Ich glaube, im Team rumort es auch ein bisschen. Ihr habt eine super Vorbereitung gespielt. Ich glaube, ihr freut euch alle, wenn das endlich losgeht. Was ist das Ziel im Team? Was spürst du? Was ist möglich? Das Ziel ist einfach, dass wir jedes Spiel gewinnen. Das auf jeden Fall, weil wir können jeden Gegner schlagen. Ich denke, wir sind mit einer der Top-Favoriten dieses Jahr. Ich denke, wenn nicht sogar der Top-Favorit dieses Jahr. Und das sollte das Ziel vor jedem Spiel sein, dass wir immer gewinnen, dass wir die Gegner immer in Schach halten können und dass wir vor allem auch immer unseren Gameplan durchziehen. Noch zum Schluss, du hast es angesprochen, die Stimmung ist hier super. Der siebte Mann im Stadion, natürlich extrem wichtig, die Fans. Ein kurzes Wort an die für die Saison, die kommt. Ja, die müssen auf jeden Fall ins Stadion kommen zu uns. Die müssen auf jeden Fall da sein, dass wir eine gute Stimmung haben und dass, wenn es mal bei uns auch nicht läuft, dass uns die Fans den Rücken stärken, dass wir uns auf die verlassen können. Und dann, denke ich, sollten wir eine erfolgreiche Saison spielen dieses Jahr. Alles klar, vielen Dank. Da wünsche ich eine super Saison, verletzungsfrei und hoffentlich bis zum höchsten Ziel, dem Aufstieg. Natürlich, das hoffen wir alle. Alles klar, Dankeschön.